Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben jetzt, oh, wir haben schon 11, okay. Ich habe ihn jetzt gerade fertig gemacht und ich habe mal dieses Teil hier an. Ich habe eigentlich meinen Pulli angezogen, aber wenn ich die Heizung anhabe, ist sowas von bollenwarm. Wenn ich sie nicht anhabe, ist eiskalt. Ist ein bisschen blöd. Aber ja, ich nehme euch heute den Tag wieder ein bisschen mit. Spannende Sachen gibt es eher weniger heute, aber ich dachte, why not? Was machen wir heute? Ich gehe jetzt erstmal zum Zahnarzt. Ich habe ein so ein kleines Vorstellungsgespräch für ein Praktikum. Dann gehen wir einkaufen. Ich glaube, mir wird es vielleicht so unangenehm, wenn ich immer in jedem Blog sage, wir gehen einkaufen. Ist aber so. Dann gibt es heute ein neues Video. Oh mein Gott, da muss ich euch noch was dazu sagen. Und was gibt's noch? Was wollte ich noch machen? Genau, ich werde meine Haare glätten. Ich habe jetzt 2 Tage lockig gehabt und ich... Oder nee, wenn ich morgen reiten gehe, ist es ja auch bescheuert, wenn ich die jetzt wieder glatt mache. Nee, ich glaube, ich lasse die noch so. Die sind einfach mal viel kürzer, wenn ich die lockig habe. Aber die glatzen sind die viel länger. Voll krass. Ja, mein Arm fällt ab. Ich habe mal so längere Zeit mal wieder meinen Brunnen an. Und übrigens auf Instagram läuft ja gerade mein Experiment sozusagen, die 50 Tage lang poste ich jeden Tag ein Bild und die erste Woche habe ich jetzt mal geschafft. Und ich finde, es ist gar nicht mal so anstrengend. Also ich habe gedacht, oh, ich muss jeden Tag was machen und so. Es geht aber. Es geht. Und ich glaube, ich mache es 50 Tage, danach kommen die 100 Tage oder ich mache es einfach immer so. Ja, wie auch immer, muss mal schauen. Ich glaube, ich ziehe jetzt aber langsam an, dass wir mal losgehen. Den Kalender brauche ich noch und einen Stift, genau. Ich will mir unbedingt für nächstes Jahr oder ja, für nächstes Jahr einen Filofax kaufen, weil ich habe hier noch so einen Schülerkalender und ich brauche den ja jetzt nicht mehr und ich will unbedingt Filofax. Die sind arschteuer, aber sie sind richtig geil. Und dann muss ich auf jeden Fall heute genau auf der Internetseite gucken, weil die haben... Wie heißt die haben, glaube ich, eine neue Kollektion oder so. Und genau, da werde ich heute noch einen Film fertig gucken. Und zwar Alvin und der Chipmunks, den habe ich mir mal gekauft. Und gestern gestern Sonntagabend, kam nämlich Fuck you Goethe im Pro7. Und den habe ich angeguckt. Und ich muss sagen, ich war am Anfang echt skeptisch. Also, ich habe mir den Trailer angeguckt und so. Und ich dachte, also, ich habe den ja nie im Kino angeguckt, gar nicht. Und jeder hat gesagt, ah, oh, das ist so toll. Und ich fand ihn nicht wirklich der Knaller, gell? Und gestern wollte ich den Tatort nicht angucken. Da habe ich gedacht, komm, schalt einfach mal rein. Und ich finde den so geil, genial, den Film. Also, echt richtig witzig, richtig cool. Und, also, echt so, also einfach abgedreht, verrückt. Und, ja, also, mir hat es echt gefallen. Und ja, ich werde mich jetzt anziehen, draußen ist es kalt und dann melde ich mich aber, wenn es was Spannendes ist. So, und zwar muss ich euch noch mal kurz was... Heute Morgen habe ich auf dem Auge hier 3 Lidschattenbases drauf. Warum? Ich habe gedacht, ich nehme mal wieder meine Art Deco. Die Eyeshadow-Base habe ich immer benutzt. Ja, die ist allerdings eingetrocknet, dann sah das sehr blöd aus. Habe ich mir gedacht, nehme ich die von Urban Decay, die... Originale halt. Auch eingetrocknet. Ich habe die ja in so ein Düssel umgefüllt, dann ging das auch nicht. Ja, und jetzt habe ich quasi hier nur hier die von Essence. Und wenn ich eigentlich so recht drüber nachdenke, ist die eigentlich die beste. Deswegen. Ja, und dann ein richtig enttäuschendes Produkt. Muss ich sagen. Und zwar einmal dieser hier. Der Trended Up Natural Radiant Highlight in der Farbe 20. Der hat eine wahnsinnig schöne Farbe. So die schön Gold. Moment. So. Richtig schön, aber er gibt einfach mal 0,0 Farbe ab. Ich muss da immer so rühren, bis ich... Oh, jetzt habe ich mein Haar im Gesicht. Bis ich da was runterkriege. Also ich habe ihn jetzt heute mal wieder verwendet, aber das... Geht echt gar nicht. Ich bin so schade. Und ich weiß einfach nicht, was ich mit dem anstellen soll. Vielleicht irgendwie das Lidschatten oder keine Ahnung. Schade, aber der
Leider nichts. Ja. Also, ich habe übrigens wieder London drauf. Ich muss jetzt was trinken. Und dann geht's los. So. Jetzt gehen wir in den Keller runter. Und. Jo. Ich muss euch auch noch ein richtiger Fail noch zeigen. Und zwar hier meine Reitstiefel. Die sind ja vom Decathlon. Und die sind richtig genial, wenn sie nicht zu groß wären. Ich habe die nämlich in 41 gekauft. Also ja, ist auf jeden Fall gut. Allerdings sind die an der Wade sowas von, die stehen so ab. Also das geht gar nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich die gekauft habe. Habe ich das im Laden nicht gesehen oder... Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall habe ich die jetzt in Facebook auf so eine, auf zwei so Verkaufsseiten reingestellt und bin mal gespannt, ob die jemand kauft. Weil zum Rumstehen sind die zu schade, ganz einfach. Und ja, ich weiß auch nicht. Und die haben jetzt nur 50 Euro gekostet, also es ist nicht jetzt die Welt, aber trotzdem nicht gerade wenig Geld. Und ich habe mir jetzt entschlossen, ich spare jetzt einfach auf richtige Stiefel, also richtige Stiefel vom Löstau. Die wollte ich ja schon immer haben, und zwar die Porto Jump Soft heißen die, glaube ich. Ja, die wollte ich eigentlich schon länger haben. Kosten irgendwas um die, schon immer noch zugeschlossen, hallo? Irgendwas um die 200 irgendwas. Aber ich denke mir, die halten auch lang. Und ja, ich spare jetzt da drauf. Und ja, wie gesagt, das war ein bisschen ein Fail, aber mein Gott. Joa, meine Stiefel sind auch nicht gemacht, ne? Okay. Muss ich auch noch machen. Oh mein Gott. Ja. Jetzt schließe ich da noch kurz auf. Und dann gehen wir auch schon los. Oh Gott, ich habe voll nah dran gefilmt. So, die Korben nehmen wir mal höher. Geht. Das wären jetzt so Lungo, Kaffeecups, der Fairtrade sogar. Aber die sind sogar stumm. Ja, die nehmen wir jetzt mit. Wir sind jetzt fertig. Mhm. Ja, von uns. So, jetzt fahre ich heim. Oh, du kannst mich auch mal filmen, wenn ich Auto. Endes Mal. So, wir sind jetzt gerade heimgekommen. Und siehe da, mein Päckchen. Von Spooks ist da. Einmal hier. Ich habe auf Instagram schon mal gepostet. Ich habe schon mal bekommen. Allerdings hat es nicht gepasst. Es war zu klein. Ich hoffe, ihr seht mich jetzt. Wir machen es einmal gemeinsam auf. Und zwar habe ich dieses Dings bestellt. Das, wie heißt es? Diesen Pulli mit dem Einhorn drauf. Und jetzt haben wir das eben wieder zurückgeschickt und jetzt kam es heute. Ja. Das ist ein bisschen blöd. Tada! Jetzt hat er. Ja, ich glaube, das sieht schon besser aus, weil ich bin mit dem Kopf überhaupt nicht reingekommen. Also das war total bescheuert. Naja. Das Papier ist auch noch dabei. Ich würde sagen, schauen wir mit. Ich ziehe mich kurz um und dann zeige ich euch, wie es angezogen ist. So, ich habe jetzt hier den Pulli an. Und also hier war der auf jeden Fall enger letztes Mal. Also hier ist auf jeden Fall ein bisschen weiter jetzt. Aber ich bin einfach mal schier nicht reingekommen. Also ich weiß nicht, wie man den anziehen, wie man den ausziehen soll. Ich, keine Ahnung. Das ist die Größe L. Letztes Mal habe ich M gehabt.
Also, ich kann es gerade irgendwie nicht fassen. Ich weiß auch nicht. Ich bin mal gespannt, wie ich jetzt da wieder rauskommen soll, weil ich habe mich da echt gerade voll reingequält. Und habe ich jetzt auch gleich, glaube ich, ein paar Make-up-Flecken auf das Ding hingebracht. Super. Also, ich weiß jetzt gerade auch nicht. Aber das ist so cool. Also, irgendwie kann ich es euch irgendwie nicht sagen, aber irgendwie ist es auch wieder. So, also ausziehen ging eigentlich. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem machen soll. Soll ich es behalten? Soll ich es zurückschicken? Ich weiß es nicht. Aber die sind einfach so kuschelig und so cool. Dann würde ich mir dann halt wieder eine Nummer größer bestellen. Aber ich glaube, das ändert einfach nichts, dass ich im Kopf da nicht durchkomme. Ich weiß es nicht. Aber gut. Mal gucken. Lass ihn. Ja, wir sind viel fertig gekommen. Ah ne, der geht noch weiter. So, jetzt ist der Film auch fertig. Das hat sich jetzt irgendwie voll gelohnt. Es ging, glaube ich, gerade mal noch 10 Minuten oder so. Ja, aber es war sehr cool, der Film. Und wenn ich noch irgendwie an die anderen Filme hinkomme, muss ich sie auf jeden Fall mal kaufen. Oder ausleihen, wie auch immer. Und ja, das und aus. So. Das war's jetzt auch schon. Ich dachte, das geht noch ein bisschen länger, aber ja. Hab jetzt ausgedacht. Ja. So, ich werde jetzt, glaube ich, auch langsam das Video hochladen. Ich glaube, es braucht ein bisschen. Jo. So, mein Video lädt jetzt gerade hoch und ja, ihr seht es ja dann vorher, also bevor der Blog online kommt. Und ja, ich bin aber gespannt, wie es ankommt, weil ich habe da nämlich was ausprobiert, was ich eigentlich schon über ein Jahr lang machen wollte, habe es aber nicht hinbekommen. Ihr seht es einfach selber und lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung dann da, aber es dauert noch so lange, ich muss sowieso aufladen. 2 Stunden. 2,5 Stunden wahrscheinlich jetzt, ja. Lädt's hoch und ja. Ich hoffe, meine Mom. Die. Ja. Egal. Ja, wie gesagt, ihr schaut es euch einfach an. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Ja. Ja, aber. Ich glaube, das wird ganz cool werden und ich habe da auch Spaß dran gefunden. Und ja, wie gesagt, ihr seht selber. Ich bin gespannt, wie es ankommt. So, wir haben jetzt inzwischen 10 nach 3 und das heißt Sturm der Liebe. Allerdings wollen meine Eltern jetzt einen Film auf dem Computer, nicht auf dem Computer, im Fernsehen anschauen. Und jetzt schaue ich einfach Sturm der Liebe auf dem Computer im Livestream. Und ich hoffe, es funktioniert. Und es näher dabei. No. Lebkuchen. ja. Mein Video ist jetzt fertig zum Veröffentlichen und ich suche gerade noch ein Thumbnail raus. Ich muss jetzt mal irgendwie endlich auf die Reihe kriegen, ich vergesse es immer, mal richtige Thumbnails zu machen, aber irgendwie vergesse ich das immer. Und ja, ich habe jetzt eins ausgesucht und zwar das hier. Ich glaube, das passt ganz gut. Und wir wo bin ich jetzt draufgekommen? Wir veröffentlichen mal zusammen.
nach 2,5 Stunden Laden. Ja, 2,5 Stunden hat es hochgeladen. Yeah! Schaut gerne vorbei. abmelden und jetzt werde ich mal schauen. Hallo, Fax. Oh Gott. Irgendwie sieht es ein bisschen anders aus, wie ich eigentlich will. Jetzt gucken wir nach diesen Neuheiten da mit dem Rose Gold. Das kann ich auch mal sagen. Zur Serie. Eine Special Edition. Okay. Das ist er, oder? Das ist er. Ich krieg mich nicht mehr an. Gucken wir mal. Oh, den will ich haben. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt ungefähr sehen. Ich habe jetzt nochmal meinen Pulli angezogen. Ich habe euch ja vorher gesagt, der ist mir ein bisschen wieder zu klein geraten. Aber er passt jetzt. Also ich habe ihn jetzt nochmal angeprobiert und es geht jetzt auch. Und dass sie halt vorher nicht schminken, aber sonst geht alles. Und ja, also ich werde ihn jetzt behalten. Und achso, wir haben jetzt übrigens auch schon 10:30, nee, 5:30. Und... was kann ich jetzt noch erzählen? Eigentlich nichts mehr. Wir haben gegessen, jetzt wird noch wahrscheinlich noch Film geguckt dann heute Abend und ja, viel mehr wird nicht passieren. Morgen, aua, morgen gehe ich zum Yoga morgen früh mit meiner Mom und dann geht es auch zum Reiten morgen, also Reitstunde in einen anderen Stall wieder. Und ja, ich bin gerade noch Tee, ich trinke heute eigentlich nur Tee. Oh. Ja. Ja, wie gesagt, mehr gibt es heute jetzt nicht zu sagen. Und mehr wird heute nicht mehr passieren. Vielleicht nehme ich euch morgen mit. Mal gucken. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Tag, wie auch immer. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Genau. Und bewertet mein letztes Video, was jetzt online ist. Ich bin gespannt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.